Ja? Ja, würden Sie bitte mal raufkommen. Dritter Stock rechts. Danke. Guten Tag, ich bin gleich fertig. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Etwas für mich abholen, einen Blumenstrauß. Der ist schon bestellt, bei dem Geschäft vorne am Platz. Ja, in Ordnung, muss ich was bezahlen? Nein, das ist schon erledigt. Auf den Namen Rudo. Auf Rudo, ist gut. Danke. Sehr schön. So einen Blumenstrauß habe ich lange nicht gesehen. Der ist bestimmt irrsinnig teuer, hä? Ich will Ihnen mal was sagen. An Blumen sparen heißt am falschen Platz sparen. Ich bin gleich fertig. Hallo, wer ist da? Hallo? Hallo? Würden Sie mal fragen, wer da ist, aber nicht aufmachen. Ja. Hallo? Wer ist da, bitte? Was war denn das? Wer hat Sie töten wollen? Töten wollen? Keine Ahnung, nicht die geringste. Sie wollen sich doch mit ihr verloben. Ja. Da wollen Sie ihr verschweigen, dass auf Sie geschossen wurde? Ja, ich würde es gern, weil es Sie erschrecken würde, was ich ihr nicht antun will. Könnte ich nicht zunächst allein hineingehen? Naja, kommen Sie. Er ist ganz schön nervös. Gott sei Dank bist du da. Ich dachte schon, er wird sich's doch nicht überlegen. Guten Tag. Die Herren sind von der Polizei, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, mein Name ist Derek. Frau Bomber, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber auf Herrn Rudo ist von einem unbekannten Täter ein Anschlag verübt worden. Alexander! Ja, absoluter Wahnsinn. Schießt dreimal durch die geschlossene Tür. Getroffen wurde ein Taxifahrer. Ja, den ich bestellt hatte. Der hat mir die Blumen abgeholt. Aber die Blumen, ich hab sie ihm warm gelassen. Ja, der stand an der Tür und wurde getroffen. Großer Gott. Er ist jetzt im Krankenhaus und wir alle hoffen, dass er mit dem Leben davon kommt. Alexander, dir ist nichts passiert? Nein, nichts, nichts. Mein Name ist Derek, Mordkommission. Das ist der Klein. Wieso Mordkommission? Wenn jemand auf Rudo geschossen hat, hat er ihn ganz offensichtlich verfehlt. Offensichtlich, ja. Die Schüsse trafen den Taxifahrer, der an Rudo abholen wollte. Haben Sie eine Erklärung für diesen unglaublichen Vorfall? Sie müssen noch eine Erklärung haben. Er hat nicht die geringste Erklärung. Ja, ich bin völlig ratlos. So, ratlos sind Sie. Und der Täter ist davongekommen? Ich meine, eine Schießerei in einem Treppenhaus und da gibt's keine Zeugen? Nein, die gibt es nicht. So, bitte. Das sind die Blumen, die ich im Wagen gelassen habe. Jetzt werden wir erstmal die Personalien von Rudo überprüfen. Wunderschön, Alexander. Wunderschöne Rosen. Danke. Aber du hast gehört, was man befürchten muss. Dass sich der Anschlag wiederholen kann.
kannst unmöglich in deiner Wohnung bleiben. Wir fahren sofort los, holen das Nötigste und dann ziehst du hier ein. Hier? Ja, hier, hier in dieses Haus. Meine Beziehung zu Alexander gefällt dir nicht. Nein, sie gefällt mir nicht. Und du? Dieser Mann bedeutet alles für mich. Alles? Was ist alles? Was bedeutet das? Ein Leben ohne ihn bedeutet mir nichts mehr. Ich bitte dich, wie kann man so etwas sagen? Das ist doch völlig übertrieben. Es ist nicht übertrieben, das ist mir klar geworden. Heute klar geworden. Hilf mir, Udo. Du bist wahnsinnig, Vera. Doch, doch, das ist eine Art von Bewusstseinsverlust. Es kann doch kein Mensch von einem anderen so abhängig sein. Das darf doch nicht sein, das ist doch krank. Dann bin ich krank.